Sheesh, was geht? Heute gibt es eine neue Folge Weekend League Highlights und wir machen heute Rewards auf und so ein paar Sachen. Ja, das ist das. Wir sind schon reingestartet in die Weekend League, aber bevor wir das machen, ich zeige euch erstmal was anderes und zwar, was so nebenbei passiert ist. Wir haben nämlich hier ein paar Ziele abgeschlossen. Das war hauptsächlich Squad Battles, deswegen dachte ich mir, komm, das müssen wir nicht hier machen. Aber so als Tipp, ne? Es gibt hier die UCL-Gruppenphase. Da konnte man sich ein zweihäufige UCL-Spieler-Pack erspielen und das habe ich auch gemacht. Wir sind ja hier in der No Trade to Glory, das heißt, wir dürfen nicht traden, sondern müssen uns alles erspielen. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen mehr grinden als andere. Das ist so ein bisschen hier die Sache bei der ganzen Nummer. Ja, das holen wir uns einmal. So, mit den Spielern konnte ich was anderes abschließen, weil dadurch, dass ich hier zwei von den Spielern bekommen habe, gab es hier noch eine andere Aufgabe, mit denen ich dann die Sachen machen konnte. Das heißt, ich habe mir erstmal die beiden erspielt. Dann habe ich zwei UCL-Spieler gehabt, die ich dann hier für diese Aufgabe einsetzen konnte. Und ebenso dann auch hier für die hier. Und jetzt können wir die in eine SBC packen, weil es gibt noch eine Champions League SBC. Das heißt, dass ja, die zwei Spieler sind gut genutzt worden, wir haben die gespielt und jetzt kommen die in eine SBC rein. Das ist nämlich die UEFA Top-Spiele SBC. Für die eine brauchte man einen seltenen Champions League-Spieler, die haben wir schon abgeschlossen. Den habe ich gezogen, letztes Mal Meunier zufällig. Und dann hier, dafür brauchst du zwei häufige Spieler und damit ich mir die nicht kaufen muss, kam mir das natürlich sehr entgegen. Das waren die beiden Spieler, die ich hatte. Hier einmal Golini und einmal Alvarez. Alvarez hat hier in vier Spielen die vier benötigten Tore gemacht. War schon ein ziemlicher Krampf, mit dem irgendwie zu treffen. Aber ja, so ist das nun mal. Das ist der Rest des Teams, den wir dafür abgeben. Und dafür kriegen wir ein Prime-gemischtes Spielerset. Ja, die kommen alle raus. So, Prime-gemischtes Spielerset. Und dadurch, dass wir die Gruppe abgeschlossen haben, kriegen wir jetzt natürlich noch ein weiteres Set. Die UEFA Top-Spiele. Alter, ist das laggy. Junge, das hängt sich hier fast auf. Und da sehen wir die Animation noch ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Und später kommt noch eine neue Promo raus. Deswegen machen wir die Packs nicht direkt auf, weil ja, später kann man einfach mehr ziehen. Das macht mehr Sinn. Aber was ich noch nicht gemacht habe für Champions Rewards, die habe ich mir noch nicht, die habe ich noch nicht aufgemacht. Ich habe mich schon abgeholt, aber noch nicht aufgemacht. Zumindest die Player-Picks können wir jetzt schon mal machen. Also, letzte Woche haben wir Gold 1 erreicht. Falls ihr es gesehen habt, das sind die beiden. Und ich würde sagen, wir steigen ein. Gibt ja schon ein paar gute Spieler zu ziehen. Auf geht's. Das ist der erste und ja gut, da nehmen wir definitiv Amavi. Das ist so die einzige. Ja, ist eigentlich komplett alles Müll. Ah, nee, den Amavi werde ich auf gar keinen Fall spielen. Ja, nicht so geil, ne? Ich meine, der sieht eigentlich ganz gut aus, aber Rangers halt, ne? So, wie willst du den linken? Ja, nehmen wir den mal. Vielleicht kommt ja irgendwie eine Icon-Swap-Aufgabe, wo du First Owner brauchst und dann ja, ist das immer ganz gut, League-A-Spieler zu haben. Zweiter, ist da vielleicht so ein Rashford dabei? Ja, Ibrahimovic und Müller. Ja, auch nicht so nice. Ne? Vom Rating her ganz gut. Eine 87er-Karte. Dafür nimmt man die mit. Ja, Ibrahimovic, zu langsam. Zu langsam beide. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall Müller. So, das sind meine Player-Picks und leider helfen die mir nicht wirklich weiter, um mein Team abzugraden. Wir haben aber mein Team generell abgegradet. Ihr seht, wir haben nur noch 83.000 Münzen und davon sehr viele 70.000, glaube ich, nee, 50.000 aus For Champions. Den Rest haben wir ausgegeben und zwar haben wir ein bisschen umgebaut. Wir haben nämlich zwei Neuzugänge zu verzeichnen. Einmal hier die erste Icon. Guardiola für 335.000 gekauft zu einem guten Preis, wie ich finde. Klar, der ging noch mal tiefer, aber insgesamt, also wenn wir jetzt gucken, ist der schon wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt, ganz so schlecht war der Zeitpunkt nicht. Ihr seht es ja, also wenn ihr jetzt haben möchtet, irgendwie 360.000 oder sowas, keine Ahnung. Und Koulibaly haben wir uns auch gekauft für 55.000. Das sind jetzt die beiden mit Abstand teuersten Spieler hier in diesem Kader. Den Rest kriegt er relativ günstig. Gut, Lucas Moura habe ich gezogen. Aber abgesehen davon, ja, der Rest ziemlich günstig. Also ja, das ist das Team, mit dem wir jetzt diese Woche Elite angreifen werden und dafür würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die erste Partie. Und das ist der erste Gegner hier mit Vardy, mit Aguero. Man muss dazu sagen, wir stehen aktuell 6:2. Ich habe vorhin im Borussia eSports Stream schon das ein oder andere Spiel gemacht. Ja, leider zwei Niederlagen. Guter Ball rüber. Ah! Bisschen lucky am Ende, aber egal. Tor ist Tor. Nehmen wir natürlich mit. Oh, großer Fehler. Promes 2-0. Super.
Und? Ja, 3-0, sehr gut. Nach 18 Minuten und ich glaube, das ist der Rage Quit. Ja, und ich würde sagen, das sieht gut aus. Nach 18 Minuten 3-0. Sehr gut, so wünscht man sich das natürlich. Das war hier der perfekte Start. 7 Siege haben wir dadurch. Das heißt, wir stehen jetzt 7-2. Mein nächster Gegner, das Team, ja, Pogba, Rashford, Dembélé. Boah, und? Ey, lass doch weiterlaufen, Mann. Ach, abseits, schade, ich dachte faul. Gefährlich. Komm. Boah, Maschine, Koulibaly. Und? Nein, der geht daneben. Schade. Ah, gehalten oder was? Hä? Okay. Montessera? Ja, stark. 1-0. Schön. Promes am Ball. Promes. Ah, läuft uns aus, aber egal. Wir holen uns einen Sieg. 1-0. Ganz gut, ganz stark. Gefällt mir. Na, sehen wir es. Silber 2 haben wir. 8-2 stehen wir jetzt in der Weekend League. Ist auf jeden Fall ein besserer Start als letztes Mal. Da stand ich, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 6-4 oder sowas. So, nachdem gestern ja nichts mehr ging in Foot Champions, ja, ihr habt es ja selber mitbekommen wahrscheinlich, habe ich eine Pause gemacht und mich so ein bisschen darauf konzentriert, dass wir uns jetzt hier auf die Rule Breakers, ja, auf die schauen und blicken in der No Trade to Glory, ob wir da weiterkommen. Ja, also grundsätzlich, das wird wahrscheinlich das nächste Video, ne? Ihr wisst Bescheid, Rule Breaker, genau. Mukiele wird freigeschaltet, aber was ich vorher machen wollte, ich habe alle Packs abgeholt im Saisonfortschritt und hier kriegen wir jetzt natürlich auch das Pack. Aber ich weiß nicht, geht es jetzt hier weiter? Das check ich immer noch nicht so ganz. Naja, holen wir uns auf jeden Fall ab. Soll mir jetzt erstmal egal sein, was auch immer da los ist. Ich meine, Premium Gold Pack, dafür ist ja jetzt nicht so krass. Okay, jetzt kommen wir hier zu Europaspitzen. Was ist das denn? Zeige dein Können im Kampf der europäischen Spitzenteams, schließe mindestens ein Team. Ja, das habe ich ja gemacht. Ach so, das ist jetzt abgeschlossen, oder wie? Oder kommt jetzt was Neues? Okay, wait. Hä? War ich jetzt in Squad Battles oder war ich woanders? Wenn ich da drauf gehe. Was ist denn das? Ach krass, dann schaltet man hier, also, was heißt krass, aber man schaltet hier Ikonen frei und die... Ach, das ist ja mega. Guck mal, da kriegt man Schweinsteiger. Kann man sich holen. Raoul. Das ist ja richtig geil. Also die Choreos. Ah, interessanter Content. Wissen wir, wofür wir das abgeschlossen haben. Ja, was wir jetzt erstmal machen, ist die Packs. Und zwar haben wir da ja natürlich einige. Wir haben die Rivals Rewards und halt von den ganzen Saisonaufgaben. Gut. Zweites. Oh, da haben wir eine Flagge. Ich kann aber gerade nicht sagen, welches Milinkovic Savic, oder? Ja. Schade, hatte gerade einen Inform, aber 85er, hey. Das ist not bad. Nächstes Jumbo Premium Gold Pack. Abraham. Ein Premium Goldspieler Set mit Maguire. Ein seltener Goldspieler Set. Bellarabi. Gar keine so schlechte Karte. Zum Spielen zumindest. Also, wenn wir First Owner Aufgaben haben, ist es sicherlich sinnvoll. Eine Champions League Karte auch noch. Das ist so ganz nice. Seltene Goldpack mit Pepe. Zweite seltene Goldpack relativ schlecht. So 100k-Set. Weiß gar nicht, woher ich das hab, ehrlich gesagt. Ja, es geht schon mal hinten durch. Wir haben hier Argentinien. Ja, Icardi, ne? Ja, 85er. Ja, ist okay. Ja, der Rest haut mich jetzt nicht um. Ach so, doch, ich hab das doch aus der Weekend League. Stimmt. Da war ja was. Zwei Spielerpack. Österreich, ZM. Ja, eine Informkarte aus dem Prime gemischte Spielerset. Holzhauser. Nächstes seltene Elektrum-Spielerset. Das ist das Losana Vela, ne? Carlos Vela. Carrasco Champions League. Sieht natürlich nice aus, die Karte. Das Design. Das nächste seltene Elektrum-Spielerset. Ein Robben, ey. Kleines Highlight. Ein Megapack. Noch ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Und oh nee, den habe ich doppelt jetzt. Keylor Navas. Ja, nice. Muss ich eine 87er-Karte abstoßen. Oh Mann. Ah, der ist tradable. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich dachte schon. Das wäre bitter gewesen. Noch ein Megapack. Und da haben wir, was ist das, Russland, ne? Oder nee. Das ist Iličić.
Sloweniens ist. Iličić, 84er. So, und jetzt das große Highlight, Jumbo seltene Spieler-Pack, das letzte Pack, was wir heute haben. Also da war jetzt eine Special-Karte dabei und das war eine 78er Inform-Karte. Also, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid, 100k-Set, das zweite. Frage ist, enttäuscht uns das ebenso? Aber es läuft schon mal durch. Oh, das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus. Deutschland, TW, das ist Manuel Neuer. Das ist Manuel Neuer als Champions-League-Karte. Ja, das ist nicht übel. 89er. Das ist absolut nicht übel. Ja, oh, Walkout. Interessant, interessant, interessant. Okay. Und dann haben wir was dahinter. Ist noch was dabei? Ah, Perisic. Und Rafinha, ja. Ja, Rodrigo ist auch noch drin. Ja, gar nicht so schlecht. Ja, und damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.